Hallo, moin Timo. Das war aber echt ein starkes Musikvideo. Ja, das ist richtig geil, ne? Ja. Das ist aus dem neuen Album von Könige und Priester. Und das Album heißt Leuchtfarben. Und die Band, die kennst du sogar, denn wir spielen ja ab und zu auch mal was von Könige und Priester. Zum Beispiel, du machst alles neu. Ah ja, das kenne ich, da hast du recht. Das finde ich auch ziemlich gut. Und das Neue hört sich auch gut an. Mhm. Dieses Album Leuchtfarben. Ich denke, da fährst du wohl voll drauf ab, oder? Ja, natürlich. Meine Lieblingsfarbe ist doch, warte mal, Neongelb. Neongelb? Ja, ja. Sag mal, damit fällst du aber ja ein bisschen aus der Rolle. Männer und Jungs haben normalerweise blau und die Damen rot. Mhm. Ich dachte mal, Frauen haben eher rosa oder, ja, du weißt oder, ja, oder lila. Bei den Damen reicht nie eine Farbe. Das ist wie, die kommen ja auch nicht mit einem Paar Schuhe hin. Ja, ja, ja. Aber wie kommst du jetzt eigentlich auf Farben? Wieso? Du bist doch damit angefangen. Dieses Album Leuchtfarben. Ja, und ich denke, das passt doch auch zu uns. Im Baustellengottesdienst machen wir doch viel hier mit Farben. Und ich denke, da hast du doch insgesamt einen sehr großen Anteil dran, oder, Timo? Ja, darauf willst du hinaus, Manfred. Also, da habe ich keine Aktien drin. An die Farben lassen mich Hannes und Lasse gar nicht dran. Ach so. Aber ich würde mir auch ganz gerne mal so ein paar Farben wünschen. Dann mach das doch. Ich hätte ganz gern blau und ein bisschen orange. Ah ja. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Naja, Volksbank. Hm. Ich möchte blau-weiß. Blau-weiß? Mhm. Aha, ich weiß. Dein Bulli. Mhm. Weißt du was? Wollen wir nicht zum Trost für die Bayern-Fans mal rot-weiß? Ja, das. Das kann der Computer wohl nicht. Oder der Typ an den Tasten da hinten kann nur grün-weiß. Ja, und auf welche Farbe einigen wir uns jetzt? Also ich denke, wir einigen uns auf die himmlischen Farben. Okay, Hannes, mach mal den Regenbogen an. Super. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Baustellengottesdienst mit dem Thema Beschlossen und besiegelt. Richtig. So, und alle Lieder werden heute wieder hier an der Leinwand angezeigt. Und Sie können, wenn Sie das nicht so gut sehen, können sich gerne noch ein Songbook oder die grüne Mappe da hinten holen. Und ansonsten wünschen wir uns vor allem, dass Sie nachher alle kräftig mit der Band mitsingen. Ja, und dann wird heute auch gebastelt. Und zwar alle Kinder haben die Möglichkeit, sich da drüben in der Bastelecke. Und was wird da heute gebastelt? Natürlich ein Regenbogen. Genau. Und ich freue mich nachher schon auf viel Gemeinschaft und eine gute Tasse Kaffee oder ein Cappuccino oder so einen richtigen Pott Kaiserkaffee nachher bei uns hinten, ja, in der Kaffeeecke. Genau. Und dann weisen wir natürlich aus rechtlichen Gründen darauf hin, dass der gesamte Gottesdienst aufgezeichnet wird und wahrscheinlich ja am... Ja, so am Dienstag, ne? Dienstag auf YouTube, ne? Auf YouTube bereit für Menschen, die das nochmal gucken wollen oder nicht da sein konnten. Oder, darauf wollte ich dich nämlich ansprechen, ich habe gehört, wir haben internationale Fans, also eine Fangemeinde. International? Ja, es gibt Menschen aus Dresden, die unseren Gottesdienst verfolgen, aus Basel und sogar aus den USA. Aus den USA? Mhm. Und deswegen habe ich mir überlegt, am ersten Advent machen wir das mal so, ich kenne die Menschen, die andere Menschen wiederum international kennen. Okay. Dann grüßen wir diese Menschen mal, die uns immer verfolgen. Muss ich jetzt noch mein Englisch aufpolieren oder was? Nein, die sprechen, glaube ich, alle Deutsch. Okay. Das klappt schon. Alles klar. Genau. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Und jetzt habe ich noch eine Frage. Fallen Ihnen auch die Ohren ab, weil Manfred ein bisschen laut ist? Oder geht das? Ist alles in Ordnung? Gut, dann. Wolltest du mich runterdrehen, ja, oder was? Ein bisschen, ne? Nee, ist schon in Ordnung. Dann lass uns mal beginnen mit diesem Gottesdienst. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Gemeinsam feiern, wie wir jeden Gottesdienst feiern, im Namen, ja, du auch, natürlich, du auch. Gemeinsam im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
wollen beten. Wer mag, steht dazu auf. Herr, du hast mit Noah einen Pakt geschlossen. Ein Versprechen, welches du und auch wir Menschen einhalten müssen. Ein solcher Bund ist ein Geben und Nehmen. Leider vergessen wir dies jedoch häufig und sehen das Gegebene als selbstverständlich an. Sei es in unserem Privatleben, im Beruf oder im Umgang mit unserer Umwelt. Erweitere du unser Bewusstsein für die alltäglichen Dinge, für die wir dankbar sein müssen. Durch deine Liebe können wir wachsen und unseren Alltag meistern. Gib uns Kraft und Geduld für Eingeständnisse und Hilfsbereitschaft, damit wir weiterhin im Einklang mit unserem Glauben friedvoll zusammenleben können. Amen. Wir hören die Lesung aus dem ersten Buch Mose,
aus den Kapiteln 8 und 9. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf einem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen und um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Danke. Darf ich die mal kurz haben? Kerstin hat ihn eben falsch rumgehalten. Aber deswegen nehme ich ihn jetzt nochmal. Ja. Manfred, warum eigentlich ein Regenbogen? Weil der Regenbogen die ganze Vielfalt darstellt. Mhm. Vielfalt, ist das jetzt positiv oder negativ? Das ist positiv, weil da finden wir uns alle irgendwie wieder. Mhm. Auch die bösen Kinder? Böse? Nun definier mir bitte mal böse. Wieso? Hat Hinnack doch eben gut vorgelesen. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ja? Mhm. Und ich kann das bestätigen. Wenn sich unsere vier mal wieder so richtig schön fetzen, ja. Gut, das ist eben die Vielfalt. Tolle Vielfalt. Naja, du hast ja noch ein paar Jahre Zeit, um deine Kinder richtig zu erziehen. Meinst du, ich schaffe das? Naja, wenn sie nicht alles von dir übernehmen, dann mag da ja noch was draus werden. Und schließlich ist Hanna ja auch noch da. Jetzt sind wir bei den Thekensprüchen angelangt, ne Manfred? Wollen wir gleich mal nach hinten gehen? Und, ja? Hier gibt es ja kein Bier. Ja, aber mal ernst. Diese Art von Vielfalt, die kapiere ich irgendwie nicht. Aber die ist doch gut. Da finden wir uns doch schließlich alle irgendwie wieder. Gut und böse, laut und eher leise,
emotional und eher ausgeglichen, dominant oder harmoniebedürftig oder die ZDF-Leute, wie ich immer sage, Zahlen, Daten, Fakten, sonst zählt nichts. Aber man muss immer bedenken, wir alle, wie wir hier sind, tragen irgendetwas von allem in uns. Und das weiß auch Gott. Wie kommst du jetzt darauf in diesem Zusammenhang? Naja, er hat die Sintflut geschickt, aber er weiß, dass wir Menschen nun mal so sind und er will keine weitere Sintflut schicken. Er will die Menschen nicht mehr bestrafen. Richtig. Er diskutiert nicht lange. Er macht eine klare Ansage. Genau. Er gibt einen Bund, beschlossen und besiegelt. Richtig. Beschlossen und besiegelt. Und daran denken wir beim nächsten Regenbogen. Und wir antworten gemeinsam auf die Lesung, auf das, was wir gehört haben, mit dem Glaubensbekenntnis. Wir singen das gemeinsam mit der Band. Jetzt kommt unser kleines Interview und dazu bitte ich einmal Annelene Voss hier zu mir nach vorne. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben ja schon telefoniert und uns ein bisschen vorbereitet. Das Thema, der Regenbogen, Sintflut. Gott sagt, ich bestrafe die Menschen nie wieder, obwohl er eben weiß, dass sie sich eigentlich nicht wirklich gebessert haben. Und wir kennen das aus der Geschichte. Wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken, danach war auch so die Stimmung, nie wieder. Nie wieder so ein Krieg, jetzt keine Strafe, nie wieder so ein Krieg. Und ja, daraus ist ja eine Partnerschaft entstanden,
Ein Bund, könnte man auch sagen. Hab steht Loé, Loé Hab steht. Und deswegen sind sie heute hier, weil sie aktiv sind in dieser Partnerschaft. Und meine erste Frage, wie sahen da die Anfänge aus in dieser Partnerschaft? Also es liegt jetzt schon eine ganze Zeit zurück, 51 Jahre. Wir haben jetzt gerade das 50-jährige Jubiläum gefeiert mit der Partnergemeinde Loé. Vor 51 Jahren fuhr eine Habstädter Delegation nach Loé. Daraus, es war der Bürgermeister von hier, Vertreter von Schule und Politik. Man kannte sich kaum, aber beide Partnergemeinden wollten eigentlich eine Gemeinschaft, eine Partnerschaft eingehen. Und es war der Versuch, eine solche Partnerschaft ins Leben zu rufen. Man fuhr also mit gemischten Gefühlen nach Loé. Dort am Rathaus angekommen, kamen die dortige Delegation heraus mit ausgebreiteten Armen, reichten sich die Hände, denn man muss bedenken, es waren ehemalige Kriegsgegner und Feinde, die sich gegenüberstanden. Und eine solche herzliche Begrüßung hatten sie wohl nicht unbedingt erwartet. Und da war von vornherein gleich der Bann gebrochen. Und im Hintergrund war eigentlich, man wollte nie wieder Krieg haben, nie wieder 1914, 1939 wiederholen lassen. Und daraus war eigentlich die Entstehung der ersten Austausche, und zwar, dass man bei der Jugend anfangen wollte. Das war das erste Ziel, dass man die Jugend beider Gemeinden näher bringen wollte. Und wie hat man das jetzt? Das hat auch ganz schnell funktioniert. Im selben Jahr noch, wie das dann umgesetzt worden ist, auf beiden Seiten fanden sich jedenfalls spontan 20 Schüler, 20 Jugendliche, die dann 3 Wochen lang hier nach Habstedt gekommen sind und in Gastfamilien untergebracht waren und im Gegenzug dann im Anschluss daran 3 Wochen nach Loé reisen. Das war innerhalb der Sommerferien. Es gab Lehrer, die ihre 6 Wochen Ferien geopfert haben. Und das war Hardcore, aber es hat funktioniert. Die beiden Gruppen haben sich super gut verstanden und das war der Beginn einer Austauschphase jetzt unter Jugendlichen, die bis heute eigentlich anhält. Das waren jetzt so die Anfänge. Und Sie haben auch erzählt, da gab es also ziemlich schnell Begegnung. Wie war denn das? Weil damals war ja auch klar, es ist lange nicht alles gut. Und Sie haben eben gesagt, Kriegsgegner sind sich da begegnet. Mhm. Also wie waren diese Anfänge so emotional? Also ich denke, emotional war man froh, dass man diesen Schritt aufeinander zugegangen ist und dass man jetzt nach neuen Wegen gesucht hatte, um sich zu begegnen. Und es war eigentlich so, das Problem ist eigentlich, Loé liegt nicht gleich bei uns um die Ecke. Loé ist 1000 Kilometer entfernt. Es gab damals auch noch die Grenzen. Man musste Passkontrollen über sich ergehen lassen, also gültige Ausweise. Die Kulturen waren unterschiedlich. Und es war von beiden Seiten wichtig, dass man wirklich aufeinander zuging. Und es war irgendwie relativ unkompliziert. Alle wollten gerne diese Partnerschaft und sie ist auch zustande gekommen. Also kann man sagen, da gab es auch so eine Art Vertrauensvorschuss, den quasi wie damals bei Noah, den auch Gott gegeben hat, diesen Vertrauensvorschuss, gab es den in dieser Partnerschaft auch? Genau, ich denke, ohne Vertrauen würde diese Partnerschaft überhaupt nicht funktionieren, weil wir kennen unsere Gäste teilweise gar nicht. Das haben wir jetzt wieder beim Jubiläum festgestellt. Es sind viele Gäste gekommen, wo wir dann überlegt haben, zu welcher Familie könnten sie passen. Man muss sich selber einfach darauf verlassen können, darauf vertrauen, dass das funktioniert, dass die Chemie stimmt, dass man sich versteht, dass man sich verständigen kann. Und es hat in über 50 Jahren immer super gut funktioniert. 50 weil man sich Jahre drauf eingelassen hat. Habstedt Loé. Genau. Viele Begegnungen. Ist noch mehr entstanden als nur Begegnung? Ja, also der Jugendaustausch war damals der Beginn. Ein Jahr später, 1969, haben sich dann die Fußballer getroffen, des CA Loé und vom HTB. Dann folgten der Spielmannszug hier aus Habstedt. Die Kriegerkameradschaft hat 1976 dann den Weg nach Loé gemacht. Weiterhin waren noch die Feuerwehr 1977, 1982 kam dann noch der gemischte Chor dazu
Und all diese Begegnungen halten bis heute an. Zwischendurch gab es noch den Tennisverein und auch die aktive Werbegemeinschaft, die Begegnungen angestrebt haben, aber das war nicht von langer Dauer. Der Jugendaustausch wurde 2001 dann abgelöst durch den Schüleraustausch. Man traf sich dann nicht mehr in den Ferien, sondern in der Schulzeit. Und bis heute funktioniert das alles sehr gut und wir sind dankbar für diese vielen Begegnungen, für diese Freundschaften. Ich habe mal hochgerechnet, es müssen um die 8000 Besuche in diesen 50 Jahren gewesen sein. Und das ist eigentlich eine ganze eine Menge, Zahl, genau. Über diese 1000 Kilometer. Ja. Ich komme zum Schluss unseres Interviews, schlage ich nochmal die Brücke zum Bibeltext und stelle eine persönliche Frage. Dieser Bund mit Gott, dieser Vertrauensvorschuss, den wir Menschen ja von ihm bekommen. Spüren Sie persönlich diesen Bund in Ihrem Alltag manchmal? Ja, ich habe vor 37 Jahren angefangen, über meine Arbeit als Jugendpflegerin mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das Erste, was ich gemacht habe oder meine erste Aufgabe war von Steffen Ackermann, den Jugendaustausch zu übernehmen und zu organisieren. Und ich war damals ja noch recht jung und unbedarft und ich muss sagen, im Nachhinein, es war ein großer Vertrauensvorschuss, den man mir damals gegeben hat, seitens meines Chefs, von den Eltern, die uns die Kinder anvertraut haben, dass wir mit denen 1000 Kilometer weit nach Loué fahren. Und immer, wenn ich heute noch den Schüleraustausch mit begleite und wir die Abschiede feiern, die sehr tränenreich verlaufen, dann denke ich, und wir das gute Verhältnis auch zu den Betreuern haben. Und das ist eben auch wichtig, dass wir eine gut funktionierende Vertrauensbasis haben auf beiden Seiten, uns gut verstehen. Und dann ist es immer wieder schön zu sehen, auch wenn die Kinder sich tränenreich verabschieden, es gibt ein nächstes Mal. Und ich hoffe, dass dieses Bündnis Schüler, Schulpartnerschaften, die auch besiegelt worden sind durch einen Vertrag, noch möglichst lange anhält und ich wünsche mir auch immer noch ein langes freundschaftliches oder lange freundschaftliche Verbundenheit mit den Betreuern in Loué und hoffe, dass eben noch viele Austausche in dieser Richtung stattfinden, in beide Richtungen. Und wenn ich sehe, dass heute auch der Bürgermeister Monsieur Croyot und Madame Croyot hier sind, dann zeigt es ja auch, dass diese Partnerschaft immer lebt und auch leben wird. Und das ist unser Europa, eine funktionierende Partnerschaft, das ist unser Europa. Und ich hoffe, dass unser Chef da oben auch seine Finger da im Spiel hat und das Ganze auch segnet. Vielen, vielen Dank. Ich hätte im Nachhinein jetzt wirklich Lust, das alles gevloggt zu haben für unseren Vlog, diesen Austausch. Habe ich nicht gemacht, haben wir nicht geschafft, da waren wir noch im Urlaub. Deswegen sehen wir nachher einen anderen Vlog, aber der wird mit Sicherheit auch schön. Aber vielen Dank, dass wir jetzt so darüber sprechen konnten. Danke. Wir haben gerade von Loué gehört, den vielen Begegnungen und Freundschaften und tränenreichen Abschieden, wie da durch diesen Bund Verbindung entstanden ist. Manche von Ihnen erinnern vielleicht auch die Szene, wie Winnetou und Old Shatterhand so einen Bund, eine Blutsbruderschaft beschließen und sich ewige Treue schwören. Und mancher von uns hat das in seiner Jugendzeit vielleicht auch gemacht mit so einem Freundschaftsband, einander Loyalität und Treue versprechen, innere Nähe und Verbundenheit ausdrücken. Der Bund, den Gott hier mit Noah schließt, der hat aber einen leicht anderen Charakter. In der damaligen Zeit war es üblich, dass Völker, die nebeneinander lebten, die vielleicht in Kriegsgeschichten zwischeneinander hatten, Verträge schlossen. Zwischen dem Stärkeren und dem Schwächeren wurde ein Vertrag gemacht. Und darin wurde besiegelt, wie man zusammen agieren möchte. Der eine gibt Schutz, garantiert Frieden, der andere gibt dafür vielleicht Abgaben. Solche Verträge wurden gemacht. Solche Bünde. Und einen solchen Bund hat Gott mit Noah geschlossen, nach der Sintflut. Ich habe mich gefragt, wozu eigentlich?
Also es ist nicht der einzige Bund, den Gott im Lauf der Geschichte geschlossen hat, aber es ist der allererste. Und da stellt sich die Frage, wie kommt Gott dazu, so einen Vertrag zu machen? Er könnte doch auch einfach sagen, ich lasse keine Sintflut mehr kommen. Ende. Das müssten wir ihm ja auch glauben. Als ich so darüber nachdachte, wurde mir bewusst, Gott hat, glaube ich, tatsächlich einen sehr guten Grund, einen solchen Vertrag zu machen. Weil die Grundsituation hat sich nicht geändert. Wir haben das vorher gehört, dass im Menschen Böses ist und in dieser Welt, das ist noch immer gleich. Wenn es Gott so unerträglich ist, dass es das gibt, dann ist auch für uns die Gefahr da, dass es wieder mal so eine Katastrophe gibt. Und ganz offensichtlich möchte Gott uns die Angst nehmen, dass es noch einmal zu so etwas kommen könnte. Darum gibt er nicht nur eine Zusage, sondern darum besiegelt er das mit einem Vertrag. Wenn wir genau hinschauen, ist es interessanterweise ein Vertrag, der einseitig ist. Es heißt, und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Gott, er ist der Garant für diesen Vertrag. Wir Menschen müssen gar nichts dazu beitragen. Ich glaube, Gott will uns so Sicherheit geben. Es gibt einen Spruch in der Rechtswissenschaft, der heißt Pacta servanda sunt. Verträge sind zu halten. Wer einen Vertrag in der Hand hat, der hat eine Garantie. Der kann einklagen, dass das, was da drin ist, wirklich eintritt. Und damit wir sicher keine Angst haben vor Gott, damit wir uns sicher sein können, dass er nicht noch einmal so reagieren wird, darum gibt er einen Vertrag. Ja, er macht sogar noch mehr, um uns jegliche Angst davor zu nehmen, dass er noch einmal auf Böses so reagieren könnte. Er setzt ein Zeichen, sozusagen einen Siegel, und zwar mit einer interessanten Aussage. Er gibt den Regenbogen als Zeichen für diesen Bund und sagt dazu, darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier etc. Dass ich ihn ansehe. Der Regenbogen ist ein Zeichen für Gott, dass er sich an den Bund erinnert. Gott möchte uns die Angst nehmen, er könnte diesen Bund vergessen. Wir können sicher sein, er besteht und wir können uns auch sicher sein, Gott wird es nicht vergessen, dass er besteht. Immer wenn ein Regenbogen da ist, können wir uns daran erinnern. Sowas erinnert auch Gott daran, es passiert nicht mehr. Gott hat nicht nur den Bund mit Noah geschlossen. Er hat weitere Bünde durch die Geschichte geschlossen mit Menschen, weil das Grundproblem, das Böse, und wie dieses Böse in dieser Welt überwunden werden kann, das war nicht vorüber. Gott hat einen Bund mit Abraham als nächstes eingegangen. Und hier, jetzt hat er sozusagen auf andere Weise mit den Menschen gearbeitet, nicht mehr von sich her alles gegeben, sondern die Menschen mit ins Boot geholt. Abraham sollte das Zeichen des Bundes, die Beschneidung, selbst durchführen. Und bis heute führen alle Nachkommen von Abraham diese Beschneidung an ihren Jungs durch. Gott gab einen weiteren Bund am Sinai mit dem Volk Israel. Dort hat er dann Gesetze gegeben, eine ganze Reihe. Und das war ein neuer Weg, wie das Böse eingegrenzt werden sollte. Mit Geboten und Verboten sollten die Menschen lernen, anders zu leben, nach Gottes Sinn zu leben. Verbunden damit war auch die Aussage Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also Gott tut jetzt nicht mehr, wenn etwas Böses ist, sozusagen gerade die ganze Schöpfung mit Gut und Böse in sich ausrotten, sondern tut wirklich nur noch das einzelne Böse mit dem Gleichen vergelten. Auge um Auge. Es ist eine Einschränkung der Strafe. Beide Bünde bestehen bis heute.
Aber beide Bünde haben durch die Geschichte hindurch auch gezeigt, das allein reicht nicht. Die Menschen schaffen es noch immer nicht, das Böse zu überwinden. Und so hat Gott noch einen weiteren Bund angekündigt. Beim Propheten Jeremia, das ist ein paar hundert Jahre vor Jesus, hat er folgende Worte an das Volk Israel ausgerichtet. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Dieser angekündigte Bund ist ein paar hundert Jahre später geschlossen worden, an jenem Abend vor Jesu Tod. Als er das Abendmahl seinen Jüngern gab, da hat er ihnen das Brot gegeben und den Kelch mit den Worten, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und dieser Bund funktioniert jetzt, ich sage mal, er hat ein bisschen einen anderen Schwerpunkt als die vorher. In diesem Bund soll das Böse so überwunden werden, dass wir innerlich verändert werden, dass unser Gefühl und unser Denken verändert werden, sodass das Böse von uns gar nicht mehr gesucht und gewollt wird. Ich musste an eine Frau denken, die ich gut kenne, an der man das vielleicht ein bisschen beobachten kann, was das bedeutet konkret. Es ist jemand, der gerne Süßes gegessen hat, eine Lehrerin, und abends, wenn sie korrigierte, hat sie immer mal Schokolade nebendran oder anderes gegessen. Und dann kam ein Moment, da hatte ihr Mann eine Operation und er durfte hinterher nicht mehr Süßes essen. Und aus Liebe zu ihm, damit sie nicht immer das Tolle nebendran ist, hat sie auch angefangen, seine Diät mitzuhalten. Und ich weiß nicht mehr genau die Situation, ich stand mal mit ihr vor Essen, war da eine Torte, waren da Haribos oder Bonbons, irgendetwas. Und sie sagte mir wirklich mit voller Überzeugung, es wird mir schon fast übel, wenn ich das sehe. Dieses Vermeiden des Süßen hat in ihr langsam den Prozess ausgelöst, dass sie es am Schluss schon gar nicht mehr richtig ertrug, das auch nur zu sehen. Das ist der Weg, den Gott mit uns gehen möchte im Blick auf das Schlechte. Er hat mit Jesu Tod einen Liebesbeweis erbracht, der uns helfen soll, dass wir ihm vertrauen und ihm lieben lernen. Und aus dieser Liebe heraus will er dann uns innerlich verändern, dass wir immer mehr denken und fühlen, wie er denkt und fühlt, und dass wir das Böse gar nicht mehr wollen, dass wir es nicht mehr suchen. Die Geschichte von den Bünden, die Gott mit den Menschen, verschiedenen Menschen und Völkern geschlossen hat, lehrt uns drei Dinge. Zum einen, dass Gott nicht möchte, dass wir Angst vor ihm haben. Zum zweiten, dass Gott darum kämpft und immer wieder neue Anläufe nimmt, dass wir ihm vertrauen und ihn lieben lernen. Und zum dritten, dass der Kampf gegen das Böse in uns drin passieren soll. Dass Gott das uns geben möchte, was wir brauchen, um immer mehr wie er zu werden, wie er zu denken und zu fühlen und so das Böse zu überwinden. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und hören dazu ein Stück von Davos. Thank you.
Na, 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 na. So, dann kommen wir jetzt an dieser Stelle zu unserem Vlog. Das ist schon die Nummer 23, wenn ich das richtig, glaube ich, von irgendwo gesehen habe. Und so ein bisschen, was bei uns in der Gemeinde so passiert. Vlog ab. Wir wollen uns hervorheben mit Marken und Trends. Und wofür? Um scheinbar perfekt zu wirken. Wir wollen mehr und mehr und brauchen immer das Neueste. Dabei nehmen wir nicht mal mehr Rücksicht auf andere und verlieren uns selbst. Der Mensch sieht, was vor Augen ist.
Der Herr aber sieht das Herz an. Also ist es eigentlich egal, was andere von dir denken. Du brauchst nicht mehr in deinem Kopf gefangen sein. Gott findet dich perfekt, genauso wie du bist. Er sieht nicht die Oberfläche des Ganzen. Gott findet deinen inneren Kern viel toller. Du bist gewollt, kein Kind ist so von seiner Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Leben sieht in Mäusings oder Tour. Warum schredderst du das denn? Das war doch voll schön. Schön schon, aber wie Matti und Marie gerade schon in ihrer Predigt gesagt haben, bei uns steht Social Media im Mittelpunkt und nicht das, was eigentlich zählt. Bilder zeigen nicht unsere inneren Werte und vor Gott zählen nicht, wie schön wir auf Selfies und Bildern aussehen, sondern nur unsere inneren Werte. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du siehst, wie wir wirklich sind. Du schaust nicht auf unser Äußeres, bei dir zählt nur, was in uns steckt. Jeder von uns ist besonders und jeder von uns ist schön. Bitte lass uns das ein für alle Mal verstehen und niemals vergessen. Ein Schnitt aus dem Jugendgottesdienst von der letzten Woche. Und jeder, der ihn nicht gesehen hat, hat die Möglichkeit, das auf YouTube zu tun. Ich konnte leider auch nicht, aber auf YouTube kann man ja alles verfolgen. So, Folgendes ist bekannt zu geben, und zwar alles, was so in der Gemeinde noch passiert und Kollekten und so weiter, wird Ihnen nachher hier an der Leinwand angezeigt, wenn wir beim Kaffee stehen. Und die Kollekten für heute, einmal können Sie draußen nachher für die Diakonie in der Gemeinde als auch für unsere Kirchenstiftung etwas geben. Und beim letzten Sieg sammeln wir ein, Kollekte für den Klingelbeutel, für die diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit. Stress in der Familie, kein Schulabschluss, kein Ausbildungsplatz, keine Perspektive. Nicht alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Möglichkeiten für einen guten Start ins Leben. Die diakonische Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe fördert Kinder und Jugendliche so, dass sie ihre Chancen für eine gute Zukunft bekommen. Für die persönliche Mitteilung bitte ich Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Wir mussten von einem Mitglied aus unserer Gemeinde Abschied nehmen. Letzten Dienstag, dem 29. Oktober, haben wir Abschied genommen von hier aus Habstedt. Sie wurde 86 Jahre alt. Wir zünden in Gedenken an die Verstorbene und in der Hoffnung auf ein ewiges Leben bei Gott eine Kerze für sie an. Und nun lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für dein Vertrauen in mich. Ich spüre, dass ich das brauche, von dir diese Zuversicht nach vorne zu schauen. Und manchmal entdecke ich auch so dunkle Seiten in mir. Und dann bitte ich dich, dass du in diesen Momenten mir besonders zeigst, dass du da bist, dass du uns allen zeigst, dass du da bist und dass du die Kraft hast, uns zu verändern. Dass wir das auch verstehen, das bitte ich dich, dass wir spüren, dass du neben uns stehst, nicht um uns irgendwie zu kontrollieren, sondern gib uns das Gefühl, dass du mit deiner Liebe neben uns stehst und uns an die Hand nimmst, und durchs Leben führst und wir immer weiter hinwachsen dürfen zu dir,
dass du uns so ein großes Vorbild bist, dass wir immer näher zu dir kommen, Jesus. Und am Ende bitte ich dich, dass wir nicht den Mut verlieren, sondern wissen, wenn wir sterben müssen, dass wir dann ganz zu dir kommen dürfen. Und ich bitte dich besonders, dass du dieses Gefühl den Angehörigen unserer Verstorbenen gibst. Dass es nicht einfach zu Ende ist, sondern dass es bei dir immer weitergeht. Das bitte ich dich. Und gemeinsam beten wir, so wie wir es von dir gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht gleich hin, in diesen Tag, in diesen Sonntag, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam das letzte Lied, ein Segenslied. Wir singen uns den Segen also quasi nochmal gegenseitig zu. Erst instrumental, dabei wird die Kollekte eingesammelt und dann stimmen wir alle kräftig mit ein. Und danach gibt es den Zisch zum Kaffee.